5 Spiele wartet der UFC nun schon auf einen Sieg. Auch letzte Woche in Balingen sollte es nicht für einen Dreier reichen. Heute im Heimspiel vor eigenem Publikum soll es nun endlich wieder besser laufen. Der letzte Woche gesperrte Francesco Lovric kehrt heute in die Anfangself zurück. Genauso wie Jan-Hendrik Marx und Serkan Firat. Dafür müssen heute Gulke, Hecht, Zirpel und Ferruski weichen und nehmen auf der Bank Platz. Erstmals im Kickerskader ist auch Matthias Pysalo, nachdem der finnische Winterneuzugang seine Syndesmosebandriss auskuriert hat. Die Kickers starten dann zwar engagiert in das Spiel, der Gast aus Pirmasens ist aber auch mit der Empfehlung von 3 Siegen in Folge angereist und läuft hier offensiv an. Daniel Endres mit dem Fehlpass auf Philipp Schuck, dessen Abschluss hält er dann, doch der Nachschuss von Dennis Grob ist dann drin. Da ist er machtlos. Ein wenig überraschend geht der FK Pirmasens in Führung. Für Dennis Grob ist es der 8. Saisontreffer. Daniel Endres kann hier in seinem drittletzten Heimspiel aber auch nicht ganz von der Schuld freigesprochen werden. Den Ball darf er dorthin nicht spielen. Nur eine Minute später hat der UFC dann diesen Freistoß. Serkan Firat bringt den Ball vor das Tor, Kirchhoff auf Hurst, doch Benjamin Reitz im Tor ist auf seinem Posten und hat die Kugel im Nachfassen sicher. Die Kickers wollen nun aber schnell zum Ausgleich kommen. Nach der Eckballvariante kommt dann Serkan Firat zum Flanken und Moritz Reinhardt mit der Chance. Da wackelt das Gebäck, der Ball hat die Latte noch gestriffen, das hätte doch der Ausgleich sein müssen. Die Gäste ziehen sich zu dieser Phase des Spiels weit zurück, sind aber durch schnell vorgetragene Konter stets gefährlich, wie hier durch Florian Bonert, dessen Schuss hält aber Daniel Endres sicher. Dass die Kickers nicht wollen, kann man ihnen heute nicht unterstellen. Sie erspielen sich auch diverse Chancen, wie hier Marx, der scheitert aber auch am Keeper. Oder dann ist es wieder Moritz Reinhardt, der nach der Flanke den Ball nicht auf das Tor bekommt. Und als dann die erste Halbzeit schon fast vorüber ist, steckt Reinhardt den Ball auf Marx durch. Der macht alles richtig, bekommt aber erneut den Ball nicht im Tor unter. Da hat er seinen Gegenspieler schon herrlich verladen. Nur der Abschluss ist dann zu ungenau. So bleibt es beim Pausenrückstand für den UFC. Direkt weiter mit den zweiten 45 Minuten. Daniel Steuernagel bringt dafür Marco Ferruski für Lukas Albrecht. Und wieder sind die Kickers in der Vorwärtsbewegung. Hurst leitet den Ball von Iqpide weiter, Firat hebt den Ball herein, Moritz Reinhardt hat heute mit seinen Abschlüssen kein Glück und so geht der Ball am zweiten Pfosten vorbei. Und sofort noch ein weiteres Mal Offenbach. Es geht wieder über Jan-Hendrik Marx, der bekommt den Ball zurück und kann flanken. Den Kopfball von Kevin Iqpide entschärft dann wiederum Benjamin Reitz, der heute einen Sahnetag erwischt hat. Da die Kickers nun weiter offensiv agieren und hinten ein wenig aufmachen, liegt es in der Natur der Sache, dass bei Ballverlusten die Gäste Konterchancen bekommen. Diesen Konter spielen sie stark aus. Dennis Grob ist auf und davon, schiebt den Ball an Endres, aber auch am Tor vorbei. Das wäre um ein Haar das 0:2 gewesen. Der UFC steht hinten doch sehr offen. Mit Varol Akgöz ist inzwischen noch ein weiterer Stürmer auf dem Feld. Und der sollte sich gleich mal mit einer Chance einfügen. Nach der Hereingabe von Marx probiert es Akgöz mit der Direktabnahme, verfehlt aber auch das Tor. Es ist aber ein Spiel mit dem Feuer, ein weiteres Gegentor wäre wohl vorentscheidend. Und die Gäste bleiben gefährlich, auch wenn Philipp Schuck hier das Tor verfehlt. Man hat aber das Gefühl, die Kickers könnten noch Stunden spielen. Ein Tor will einfach nicht gelingen. Auch dieser Freistoß von Serkan Firat bleibt an der Mauer hängen. So bleibt es bei der 0:1 Niederlage für den UFC, der erneut nicht gewinnen kann und weiter in der Krise steckt. Aktuell will es einfach nicht laufen. Heute hat sich die Mannschaft Chancen genug erspielt, schafft es aber einfach nicht, den Ball im Tor unterzubekommen. Weiter geht es nun schon am Freitagabend wieder mit einem Heimspiel, dann gegen den VfB Stuttgart 2. Ich weiß nicht, wie oft wir 1 gegen 1 gegen Torwart waren heute. Die müssen wir einfach nutzen. Natürlich haben wir am Ende auch aufgemacht, standen hinten mit 2 gegen 3 Stürmer und dann geben sich auch Kontermöglichkeiten für Pirmasens. Wenn die das besser ausspielen, dann können die auch noch das ein oder andere Tor machen. Aber das wussten wir natürlich, weil wir in der Halbzeit wussten, dass wir einfach nach so einem Scheißstart, nach 8 Minuten, schenken wir denen das 1-0. Aber wie gesagt, wenn du 6, 7 Mal 1 gegen 1 gegen Torwart stehst, ich glaube,
Einmal war der Torwart sogar draußen, der Ball liegt frei, wir schießen gegen die Latte. So Bälle musst du reinmachen, dann gewinnst du das Heimspiel, gewinnst du hier 5-6-1, ganz einfach. Nein, das ist noch so ein Spiel, ich glaube, weil wir noch 3 Stunden spielen können, dann hätten kein Tor geschossen. Ne? Und wie das dann oftmals so ist, dann machen wir leider einen individuellen Fehler, gehen in Rückstand, haben dann sehr viele hundertprozentige Torschossen, die machen wir nicht rein. Ja, und dann machen wir natürlich auch viel im Spiel viel falsch. Viele unnötige Abspielfehler laufen nicht richtig zurück. Trotzdem haben wir nach der Halbzeit auch wieder eine Phase gehabt, wo wir unglaubliche Torschossen haben halt noch liegen lassen. Ne? Ein paar Mal hält der Torwart auch super, aber ein paar Mal war es natürlich auch Unvermögen von uns. Und verlierst du dann so ein Spiel 1-0.